Ja, hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, zu einem neuen Projekt. Wie man schon erkennen kann, handelt es sich um den Feuerwehrsimulator oder Feuerwehr 2014, die Simulation, wie es heißt. Ja, ein Spiel, auf das ich mich eigentlich schon seit einiger Zeit freue. Ja, mal wieder ein schöner Feuerwehrsimulator. Der Flughafen-Feuerwehrsimulator ist ja bei euch eigentlich super gut ankommen. Wahnsinn, wie viel Aufrufe diese Videos haben. Finde ich echt genial. So, ich versuche jetzt das Ganze mal direkt über die Grafikkarte aufzunehmen. Das heißt über Shadowplay. Er zeigt mir auch an, dass er da oben aufnimmt. Also es sollte eigentlich funktionieren. Ob das Ganze jetzt weiterhin funktioniert, wenn wir ins Spiel gehen, werden wir gleich wissen. Ja, als allererstes ein herzliches Dankeschön an Wisst Games, im Speziellen an André, der mir das Spiel zur Verfügung gestellt hat, vorab zur Verfügung gestellt hat, ist ja heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich. Ja, war eigentlich noch nicht selbstverständlich, was rede ich da für ein Blödsinn. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch mal die Einstellungen, in denen ich spielen werde. Und zwar seht ihr mehr als Full HD eigentlich. Darstellung hoch, Objektdetails hoch, Spiegelung habe ich auf Mittel und HDR habe ich rausgenommen, weil das irgendwie will die Engine das nicht. Ambient Occlusion und Anti-Aliasing ist natürlich alles aktiviert. Sprache ist auf Deutsch. Mausempfindlichkeit habe ich schon sehr weit runtergestellt und ihr werdet sehen, die ist noch immer verdammt schnell. Musik habe ich natürlich runtergestellt, dass ihr mich auch hört, weil sonst ist ja ein bisschen sinnlos. Ja. Da seht ihr meine Einstellungen, nicht dass dann Fragen aufkommen. Ich würde sagen, wir schauen uns heute mal in der ersten Folge das Tutorial an. Und ja, schauen wir, was uns da so erwartet. Loading. Ja, es dauert ein bisschen. Aber wir gestern schon reingeschaut und muss sagen, ja, es läuft definitiv flüssiger als der Vorgänger. Hallo, du musst unser neuer Mitarbeiter sein. Ich hatte dich bereits erwartet. Damit du dich in Zukunft bei uns gut zurechtfindest, machen wir jetzt eine kleine Führung durch die Wache. Und ich werde dir die wichtigsten Dinge kurz erklären. So, wir stehen jetzt also hier vor der neuen Wache. Bewegen kann ich mich im Moment nicht. Ja, schaut ja mal schon interessant an. Also, der Backsteinbau schaut cool aus irgendwie. Na gut. Ich folge dir mal. Auffällig, unauffällig. Hier an der Wand findest du unsere Stechuhr. Pünktlich zum Feierabend um 8 Uhr morgens kannst du hier ausstempeln und Feierabend machen. Alternativ kannst du noch ein wenig länger bleiben, um beispielsweise dein Fahrzeug noch auf Vordermann zu bringen oder etwas Sport zu machen. Achte nur darauf, dass du nicht zu viele Überstunden machst. Das geht auf Dauer zu sehr auf die Gesundheit. Also ich muss sagen, man merkt, es hat sich doch deutlich was verbessert. Die NPC-Modelle schauen deutlich besser aus als früher. Die Vertonung kann man gar nicht meckern, hört sich auch super an. Grafisch, also ich finde es nicht schlecht. Hey, wir haben Füße, cool. An verschiedenen Stellen auf der gesamten Wache findest du Getränkeautomaten. Achte darauf, dass du immer ausreichend Flüssigkeit zu dir nimmst, damit du immer voll einsatzbereit bist. Okay, steck mir den Schlauch an, passt schon. Mehr Flüssigkeit brauche ich nicht. Ich muss mir das Ganze jetzt auch noch merken. Oh je. Ich ahne schon Schreckliches. So, wir gehen jetzt mal ganz rauf, scheinbar. Oder? Oder geht's noch weiter rauf? Ach du. Hier ist unser Fitnessraum. Ich würde dir raten, ihn regelmäßig zu benutzen, um deine Kraft und Ausdauer zu stärken. Okay. Kennen wir eh schon. Laufbänder. Ah, jetzt wird alles heilgeleitet, was man verwenden kann. So, komm, Kollege, nicht rumtrödeln. Wir haben heute noch was vor. Stress nicht, Bursche. Bin ja schon da. Dies ist dein Büroraum.
Rechts an der Wand ist ein freies Regal. Das kannst du gerne nutzen, um in Zukunft Auszeichnungen für besondere Leistungen aufzustellen. Rechts ist nicht frei, links ist frei. Oder meint er, wenn ich drinnen sitze, das ist rechts. Ah, da schau her. Was für ein Spiel ist das wohl? Schaut schon nicht aus. Erst so, komm Kollege, nicht rumtrödeln. Kann ich mir das nicht einmal anschauen, Herr Kollege? Das gibt gar nicht. Zack, stellen wir gerade. Ja. So, komm Kollege, nicht rumtrödeln. Wir haben heute noch was vor. Ich weiß nicht. Ich bin unschuldig. Ich habe die Bilder nicht runtergeschmissen. Hier ist unser Gemeinschaftsraum. Er wird von der Mannschaft in der Freizeit genutzt, um ein wenig zu entspannen und gemeinsamen Aktivitäten nachzugehen. Also es ist gestern, ich glaube, das ist ein Aufzug, aber das werden wahrscheinlich diese Rutschen sein. Diese Stangen, wo man runterrutschen kann, so wie Autos. Da sind nicht alle Bilder runtergefallen. Ich weiß nicht. Hat keiner gesehen. Der Ruheraum hier ist dir zugeteilt. In jeder 24-Stunden-Schicht hast du die Möglichkeit, dich für insgesamt 4 Stunden hinzulegen und zu ruhen. Seht Kommt Sie das währenddessen auf? Ein Alarm rein, kannst du die verbleibenden vollen Stunden jederzeit später nachholen. Ich meine, dass da hinten was neben meinem Bett steht. Na, ob wir da gut schlafen werden, ich weiß nicht. So, jetzt gehen wir ihm gleich nach, sonst meckert er wieder, dass wir uns beeilen sollen. Wie du sicher erkennen kannst, ist das hier unser Speisesaal. Hier finden wir uns immer zum gemeinsamen Frühstück, Mittag und Abendessen ein. Sitzt gar keiner da? Wie die letzten Male. Küche. Direkt hinter dem Speisesaal befindet sich unsere Küche. Hier gibt es jederzeit einen frischen Kaffee, um deinen Energiepegel zeitweise etwas anzuheben. Okay, also das ist die Le Kitchen. Le Kitchen. Können wir uns unseren Koffein-Nachschub holen? Na gut, gehen wir mal weiter. Komischerweise gehe ich schneller als hier. Ich laufe nicht. So, jetzt gehen wir ganz rauf. Also ich werde mir das nie merken, wo was ist. Oh, Leitstelle. Hier befinden wir uns im Herzstück der Wache. Das ist unser Leitstand. Hier kommen alle Alarmierungen rein und von hier aus werden alle Fahrzeuge koordiniert. So, mal umschauen, nicht E drücken. Sonst meckert er wieder. Da hängen die 4. Bilder noch, okay. Aber man sieht schon, diese Wache, die ist riesig. Dies ist unser Besprechungs- und Schulungsraum. Hier finden wir uns regelmäßig zu Nachbesprechungen und Schulungen ein. Ich schätze mal, unsere Tage werden hier starten. Und mit einem Beamer schauen wir mal raus. Wie schaut das eigentlich aus? Aha, okay. Idyllisch. Ich ärgere mal mich immer ein bisschen. Kollege, was ist los? So, komm Kollege, nicht rumtrödeln. Wir haben heute noch was vor. Echt? Was haben wir denn vor? Also man kann die KI auch ein bisschen ärgern. So, jetzt gehen wir ganz runter. Ich glaube, jetzt schauen wir uns die Autos an, oder?
Jo, Autos. Brumm, brumm. Jetzt kommen wir langsam zu den interessanten Dingen. Mhm. Wie du sehen kannst, ist das unsere Fahrzeughalle. Im ersten Abschnitt findest du unser Einsatzleitfahrzeug und unsere beiden TLFs. Ja, Einsatzleitfahrzeug ist ein Sprinter. Gar kein VW mehr, kein Golf mehr. Dann haben wir da die zwei Trucks. Das ist okay, geht nicht auf. Im zweiten Teil findest du unseren RTW und unser Notarzteinsatzfahrzeug. Die wir wahrscheinlich beide nicht fahren werden. Vermute ich mal. Im dritten Teil befinden sich die Stellplätze für unser HLF, unsere Drehleiter und das Wechselladerfahrzeug. Was ist bitte bis auf das Notarzteinsatzfahrzeug wirst du im Laufe deiner Dienstzeit hier wechselweise Dienst auf allen Fahrzeugen haben. Ich weiß, ich habe unter meinen Zuschauern ein paar, die bei der Feuerwehr sind. Die können mir sicher sagen, was der Unterschied zwischen einem TLF und einem HLF ist. Also von außen schon geil aus. Wird wahrscheinlich die Ausstattung sein. Direkt hinter der dritten Halle befindet sich eines unserer Lager. Hier findest du jederzeit aufgefüllte Feuerlöscher und Atemschutzgeräte. Außerdem findest du hier auch neues Motoröl. Achte immer auf den Füllstand aller Geräte auf deinem Fahrzeug und natürlich auch auf den Ölstand. Oje, das klingt ja nach Arbeit. Hier befinden wir uns in unserer Wasch- und Instandsetzungshalle. An der rechten Seite befindet sich ein Hochdruckreiniger für die Fahrzeugwäsche und auf der linken Seite befindet sich ein Reifendruckprüfer. Achte bei deinem Fahrzeug immer darauf, dass alle Reifen nicht zu viel und nicht zu wenig Druck haben. Okay, also jetzt müssen wir schon mehr machen. Jetzt müssen wir Öl müssen wir prüfen. Okay, war das im Vorigen auch schon so? Ich weiß gar nicht. Reifendruck, das ist auf jeden Fall neu. Und waschen müssen wir natürlich auch noch wieder, immer. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Im hinteren Bereich der Waschhalle ist unsere Werkstatt. Hier findest du alles, was du an Werkzeug benötigst, um dein Fahrzeug instand zu setzen, wenn etwas nicht funktioniert. Im Falle einer leeren Batterie findest du hier auch Starthilfekabel. Am besten führst du jeden Morgen zu Dienstbeginn immer erst eine vollständige Funktionsprüfung deines Fahrzeugs durch. Mhm. Also jetzt müssen wir schon mehr überprüfen. Jetzt müssen wir auch Batteriestand prüfen, Ölstand müssen wir prüfen, Lichter müssen wir natürlich prüfen. Ich hoffe, wir haben mehr Zeit zum Prüfen und müssen uns irgendwie einsatzbereit melden oder so. Aber so, ich muss sagen, grafisch, es schaut, mir gefällt es eigentlich, also ihr habt echt eure Hausaufgaben gemacht und, wie soll ich sagen, es schaut doch deutlich besser aus als der vorige Teil und es läuft, vor allem, es läuft flüssiger als der erste Teil. Also in den ersten Teil hätte ich nicht den maximalen Detail spielen können, das hätte nicht funktioniert. Ja, liebe Leute, das war auch schon, würde ich sagen, die erste Folge. Heute haben wir uns nur das Tutorial angeschaut. Nächstes Mal starten wir dann ins richtige Spiel und schauen uns mal an, was uns alles so erwartet. Ich bin schon gespannt, also ich freue mich auch schon drauf. Und ich werde jetzt mal als erstes schauen, ob diese Aufnahme, die ich da jetzt gemacht habe mit dem Shadowplay, ob das so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder ob ich das Ganze nochmal machen darf. Ja, ansonsten, liebe Leute, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf das Spiel, auf das Let's Play. Ich werde das Spiel auf jeden Fall spielen, das ist mir eigentlich, ja, ich möchte jetzt nicht sagen egal, aber ich will das Spiel spielen, ich werde spielen und ich werde es auch durchspielen. Ja, liebe Leute, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und hat euch Lust auf mehr gemacht. Bleibt mir nur mehr zu sagen, ja, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten und somit ersten richtigen Folge. Bis dahin, tschüss.